Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter Rise Sunbreak, dem Solo-Projekt. In der letzten Folge haben wir gegen Rathalos gekämpft und nun machen wir einfach mal weiter hier bei unseren 4-Sterne-Hauptquests. Nachdem ich erstmal hier neue Optionale angemeldet habe, so. Und die nächste wäre dann jetzt halt ein Diablos, weil Mizuzune, da wüsste ich jetzt schon im Vorfeld, da werde ich mit der Glebe wahrscheinlich auch nicht so viele Chancen haben. Ich meine, das kann jetzt bei Diablos genauso sein. Aber wir testen es einfach mal. So, der Staubteufel Tyrann. Der brüderliche Karawanenhäuptling soll das, glaube ich, heißen. Weil da nur steht Karawanen. Aber der sagt: Als meine Kameraden Fracht beförderten, sprengte von unten etwas hervor und ließ sie in alle Richtungen fliehen. Die ganze Fracht ist nun verstreut. Egal, ich muss meine Freunde retten. Gib mir Rückendeckung. Und das werde ich natürlich tun. So, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich ins Dojo gucken. Dann hier wieder einen Extrapfel einsetzen, damit die Dudes wieder alle los können, trainieren können. Damit sie groß und stark werden, ne? So, wir essen natürlich wie immer unser Vogel, Flüsterer und Verteidiger-Menü. Also um Gegenstände habe ich mich schon gekümmert. Dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren, geht direkt los. Und dann schauen wir mal, was danach auf uns zukommt, ne? Wenn wir jetzt dann nach 20 Minuten Diablos besiegt haben. Was denn so die nächste Zwischendringliche wird? Ich glaube, ich weiß es noch. Ich glaube, ich wage zu vermuten, dass es entweder das Giftfeuer-Paralyse oder beziehungsweise Lähmungsmonster ist oder ein Monster, was Rathalos sehr ähnlich klingt. Aber wir schauen einfach mal, ne, was jetzt noch kommt. So, was habe ich wieder vergessen? Natürlich. Trinke ich erstmal wieder meine krassen Sachen. Und dann geht's weiter. Also hole ich mir Almudron. Wir probieren es einfach mal. Aua. Okay, das geht jetzt genauso los wie bei Rathalos. Will ich den doch nur reiten. Okay, perfekt. Und Diablos kommt doch direkt hoch.
so viel Schaden machen wie möglich, ne? Deswegen habe ich gerade wieder ein bisschen gespammt. Ja, das Glückswesen ignoriere ich einfach mal. Na cool, bei Diablos prallt man also ab. Das ist war nicht so cool. Da muss mir was einfallen lassen. Da muss ich halt versuchen, wirklich immer so die Beine / Oberkörper zu treffen. Den Kopf versuchen zu vermeiden. Es sei denn, wir schaffen es, irgendwie über die Zeit dann den Kopf zu brechen. Sehr gut und nice. Aua. Mal wieder. So, ich esse mal wieder die ganzen simplen Rationen auf. Und damit unsere Ausdauer natürlich wieder voll ist. Wow, das war knapp. Und natürlich haut jetzt nicht hauen ab, aber natürlich deaktivieren sich jetzt die Essenzen wieder, ne? Die Extractor. Wow, jetzt ist er gelähmt und ich kann nichts machen. Hat ohne die rote Essenz keinen richtigen Impact, so kann ich richtig zuhauen. Attack! Oh. Na, das trifft sich ja gut. So, dann hier. Bam. So, wir haben, glaube ich, den Kopf einmal, also das Horn einmal gebrochen. Also eins der Hörner. Tja, das ist ja das Gute an der Glebe, ne? Wir können hier gerade bei solchen krassen Ebenen und sowas. Können wir einfach nach oben springen. Weil dann Diablos mit seinen, ich buddel mich jetzt ein und sprinte oder beziehungsweise springe aus dem Sandhaufen raus. Uns nichts anhaben kann damit. Wenn wir einfach, ja, auf eine Erhöhung gehen und dann, also auf einer sehr großen Erhöhung, ne? Die kleine hier, die man jetzt sieht, die hier würde natürlich nicht reichen. Du. Pap, pap, pap.
schnell weg. Aha. You here. So, haben wir das auch geschafft. So. Ich glaube, wir haben hier schon alles voll, ne? An Verteidigung. Okay, ich schärfe mal zur Sicherheit. Ich hoffe, dass das zählt. Dass der Timer jetzt quasi wieder zurückgesetzt wird. Ich bin mir nämlich bei manchen Sachen nicht so sicher. Ich kann mir auch vorstellen bei Monster Hunter, dass das einfach... ja, nichts bringt, dass diese Effekte einfach trotzdem enden und... quasi sich nicht erneuern. So habe ich manchmal das Gefühl. Dass sie sich nicht erneuern, sondern ja, erst wenn es ausgelaufen ist, kann ich den nächsten Effekt draufballern. Aber schauen wir jetzt mal, wie es mit der Schutzpolitur ist. Ups. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, da sind doch ganz viele Pulversachen. Warum? Das scheint aber funktioniert zu haben mit der Schutzpolitur. So, und sowas kann Diablos dann halt nämlich machen. Wenn wir mit der Glebe spielen, das ist uns dann völlig egal. Er kann aus seinem Sand raushüpfen, wie er will. Interessiert uns halt relativ wenig, ne? Aufpassen, wenn wir jetzt gleich hier noch gute Schärfe. Dann habe ich noch irgendwie versucht, noch irgendwie wegzuspringen, aber leider nicht. Hat leider nicht gereicht, beziehungsweise hat leider auch nicht funktioniert. Ich heile mich mal zur Sicherheit. Nicht, dass jetzt irgendetwas schief geht, das wäre nicht so gut. Ich habe zwei Sachen gebrochen, auch das zweite Horn und den Rücken wahrscheinlich dann, ne? So, Brüllen ist uns ja egal wegen der drei Extrakte. Das habe ich irgendwie kommen sehen, dass das passiert, aber wir müssen auch schärfen, ne? Können mit der Waffe leider nicht auf der grünen Schärfe bleiben. Das wäre zu viel. Und wir haben die Rüstung gar nicht verbessert, ne? Fällt mir gerade auf, wir sind jetzt ja schon im nächsten Sternebereich. Ich habe ganz vergessen, das, was ich euch ja gepredigt habe in den letzten, bei den letzten Malen. Das wäre immer nach einer dringenden, wenn wir einen neuen Sterne-Rang erreicht haben. In dem Sinne jetzt vier, ich sage vier Sterne. Dass man immer die Möglichkeit hat, seine Rüstung dann zu verbessern. Das können wir auch nochmal machen, dann kriegen wir noch weniger Schaden. Ich glaube, Schaden bekommen ist nicht so unser
Problem. Ich glaube, unser Problem liegt halt wirklich eher in Schaden machen. Weil die Waffe halt leider nicht so gut ist. Für diesen Meisterrangbereich, ne? Je weiter wir halt vorankommen, desto mehr fällt die Waffe halt ab vom Schaden. Vielleicht gucke ich wirklich mal, ob ich irgendeine Giftwaffe auf dem Niveau hier bauen kann. Als Übergang erstmal. Also ein Glewe, eine Gift-Glewe muss es natürlich sein. Und bam. Und weiter geht es. Und weg. Und ran. Und Combo. Oh, ich war schon in der Dreier-Kombo, okay. Hat gewundert, warum er nicht mal angegriffen hat. So, eine Kombo kann ich noch machen. Jetzt Sturzangriff. Und das wieder Rakakazaki. Ich glaube, einen Mudron könnten wir theoretisch jetzt wieder reiten. Habe ich ja gerade schon gemacht. Was wollte ich machen? Schon komplett verwirrt. So. Schön durchballern hier, genau. Und weiter geht's. So, dann haben wir noch mal das Bein. Oder den Schweif, das geht auch. Tja, nicht getroffen, ne? Okay, dass das nicht getroffen hat, war pures Glück. Aber bei Diablos kommt es mir zuvor, als wenn wir da schon viel mehr getroffen haben und viel mehr Treffer auch an sich gelandet haben. Als in der Folge davor mit Rathamus. Tja, nur dass das noch getroffen hat, war wichtig. So. Und da dürfen wir noch mal reiten. Sehr gut. Ist
Das ist zu lange hier, ne, die Attacke. Oh, das wird's gerade. So, dann kann ich es auch jetzt gleich fangen. So. Ja, gut. Ja, da ging das doch ein wenig schneller als mit Rathalos, ne? Also es ging auf jeden Fall schneller und besser. Zwar immer noch die 20 Minuten, aber ja, da werden wir jetzt leider erstmal nicht drum rumkommen. Ich kann ja jetzt mal schauen. Erstmal Rüstung verbessern und so, ne? Das darf ich nicht vergessen. Und schauen, ob wir vielleicht eine Übergangsglewe erstmal bauen können, bis wir soweit sind. Oh, was ein schönes Endbild. Es ist so vielsagend. Es drückt so viel aus, dass es schon wieder nichts ausdrückt. Aber gut, jetzt wird erstmal wieder wieder Text, glaube ich, kommen, ne? Ja, genau. Yushia Amuho. Fiorene! Yumi Irabe! Irada. Kirtus Pore Mutoza. Geashi. Oha. Was ist denn da jetzt passiert? Fiorin ist bewusstlos. Aber ich dachte, ihre Wunden seien oberflächlich. Nun, nicht so sehr die Wunde selbst, was darin ist. Gift, um genau zu sein. Wenn sie auf Behandlung nicht reagiert, ist es kein gewöhnliches Gift. Richtig, die Sache ist die, als ich sie erstmalig untersucht habe, gab es davon keine Anzeichen. Aber als ich sie später untersuchte, fand ich eine Substanz, die fast identisch war mit denen aus den Fängen der Kurio. Genau die gleiche Substanz, wegen der die Monster ihren Verstand verlieren. Das ist die Wurzel des ganzen Unheils. Und das wirft eine Frage auf, nicht wahr? Du weißt, wovon ich spreche, oder, Martox? Warum habe ich Kurio-Gift in einer Wunde gefunden, die vom Malseno verursacht wurde? Die Antwort ist einfach, der Körper des Malseno pulsiert vor Kurio-Saft. Aber aus irgendeinem Grund wird der Malseno nicht wahnsinnig. Er wird nur stärker. Und das bringt den Kurio nur noch mehr Futter. Es sind Parasiten, die vom Malseno leben. Alle gewinnen. Anders gesagt, es handelt sich um eine Symbiose. Der Malseno und die Kurio benutzen sich gegenseitig. In den Monstern, die wir bisher untersucht haben, war das Kurio-Gift im Blut absorbiert und daher nicht zu entdecken. Aber in Menschen mischte es sich nicht ganz. Ich fand es, als ich Fios Wunder analysierte. Und wir haben die Antwort. Der Zeitpunkt, zu dem der Effekt bei Fiorain Wirkung zeigte, passt etwa zu dem, als die Monster gebissen wurden. Daher bin ich mit meiner Erkenntnis sicher. Mich ärgert nur, dass es mir nicht schon früher aufgefallen ist. Ja, etwas unglücklich. So wie Fiorains Leichtsinnigkeit. Wie dem auch sei. Die Verantwortung liegt letztendlich bei mir, da ich diese Anomalie nicht bemerkt habe und es erst so weit gekommen ließ. Und darin liegt die wahre Gefahr der Kurio. Du wirst nicht wissen, wie dir geschieht, bis es dann zu spät ist. Selbst die gebissenen Monster hatten keine Ahnung, was da vor sich ging, bis sie die Kontrolle verloren hatten. Gibt es nicht etwas, was wir für Fiorain tun können? Martox, da ist dieser weiverianische Arzt, Tadori. Vor Jahren, als der Malseno unser Königreich verwüstete, folgte eine fürchterliche Plage.
Tadori konnte ein Mittel entwickeln, das zahllose Leben gerettet hat. Jetzt verbringt er seine Zeit im Feld. Und er reist so viel, dass niemand weiß, wo man ihn finden kann. Allerdings hat er einen Freund in Kamura, den Händler Kagero. Vielleicht weiß Kagero, wo dieser Doktor zu finden ist. Das können wir ja gleich herausfinden, ne? So, danken wir auch hier, dass wir wieder Buddies mitgenommen haben, glaube ich, ne? Sehr gut. So, jetzt machen wir aber erstmal das, was ich ja hier schon sagte. Wir gucken mal. Oh, wir haben hier schöne viele neue Rüstungsteile, die wir bauen könnten. Aber ich wollte eigentlich meine Rüstung verbessern, genau hier. Wir können alle aufwerten bis 108. Also von Verteidigung 120 bis 122 sind sie so viel. Naja. Immerhin ein bisschen so. Jetzt können wir mal gucken, ob es schon eine Giftgleve gibt. Ja, wir können tatsächlich eine Ratian-Gleve erstmal bauen. Da brauche ich bloß Überstachel und eine Hülle. Das heißt, da müsste ich Ratian halt machen. Dann hätten wir da erstmal eine Giftgleve, die wir so lange nehmen können. Die auch auf dem aktuellsten Niveau dann wäre, in dem wir uns gerade befinden. So. Sind auch schon wieder die Boote da. Irgendwie sind die immer da, keine Ahnung. Wieder haben wir verdammt viel Glück hier. Ein zerstörbarer Beutel, sehr gut. Die Auszeichnung kriegt man, wenn man 20 Mal von denen diese Sachen da bekommt, ne? Also vom Schiff. Diese Waren, die er einem da schickt oder mitbringt. So, die haben uns halt einfach nur neue Materialien. Und wir gehen jetzt zu Kagero. Und reden mit dem mal über diesen Typen da, der ein Gegenmittel gefunden hat, als der Krieg damals ausbrach oder so ähnlich. Ne, als das Königreich verwüstet wurde, so. Hallo Kagero. Willkommen zu Hause, Martox. Ich vermute, dass euer Jägerleben in Elgardo gut verläuft. Rondains Schwester, Fjordin, soll verletzt sein? Vielleicht habt ihr mich besucht, um nach jemandem zu fragen, ja? Tadori ist ein guter Freund von mir. Er ist einer der wenigen, der die Zerstörung meiner Heimat überlebt hat. Seitdem haben wir nur per Brief kommuniziert. Er ist nie lange an einem Ort da draußen, um sich Kräuter für Medizin zu sichern. In einem Brief erwähnte er vor kurzem, dass er auf dem Weg in den Dschungel ist. Sicher wird er immer noch da sein. Oh, und wenn ihr Tadori seht, würdet ihr ihm bitte eine Nachricht von mir überbringen? Ihre Hoheit lebt ein wunderbares und erfüllendes Leben in Kamura. Besuche sie mal und probier die leckeren Dango. Er wird wissen, was es bedeutet. Verzeiht mir, aber ich glaube, es kommt besser von euch als einem Brief. Oh, und übrigens, Utsushi wollte gerade nach Elgardo aufbrechen und euch besuchen. Er wollte etwas mit euch besprechen. Ihr solltet vielleicht bei ihm vorbeischauen und sehen, was es ist. Tja, und wer das Monster Hunter Rise Let's Play gesehen hat, ne, von dem Grundspiel, der weiß ja, dass wir durch Fukashigi, der ja in unserem Haus da hinten lebt, quasi hinter dieser einen versteckten Wand, der hat uns ja erzählt, dass es ein Geheimnis Yomiomogi gibt, das aber nur Fogen und der Gildenmeister hier, Hojo, nur die beiden wissen das oder scheinen das zu wissen, weil sie kommt halt nicht aus Kamura, ne, die Yomiomogi. Die ist keine gebürtige hier, sondern wurde hier irgendwie hergebracht
Und Fukashigi spürt ja, dass etwas Adliges von ihr ausgeht. Und jetzt hat er gerade Kagero hier gesagt. Hieß auch Kagero, ne? Ja. Dass wir ja seinen Kumpel Tadori berichten sollen, dass es der Hoheit gut geht. Und er bitte die leckeren Dango hier probieren soll. Hm. Ich frage mich, von wem er wohl spricht. Schon seltsam, ne? Aber du bist bereit, na los. So, ich bin stark und bereit, das Ass in Elgado zu sehen. Ha, das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade aufbrechen, um dich zu treffen. Schon bist du hier. Krasse Instinkte. Und ein exzellentes Timing. Ich wollte dir neue Wechselkünste zeigen. Einige davon basieren auf den Fähigkeiten des Königlichen Ordens. Du wirst sie lieben, da bin ich mir sicher. Die lassen sich definitiv loslegen. Wie du noch nie losgelegt hast. Lass uns in den Trainings... Oh, du musst dich um eine dringende Quest kümmern. Oh, das wusste ich nicht. Was? Nun dann, zieh mal los. Warte, warte, weißt du was? Wenn du in den Dschungel gehst, kannst du das auch gleich als Quest registrieren lassen. Du erhältst eine Belohnung für jedes Monster, das dich angreift. Und du erledigst. Also mach schon das. So, kriegen wir 2 für Großschwert, 2 für Langschwert. 2 für Schwert und Schild, 2 für Dual Blades, also für Doppelklingen. 2 für Hammer, 2 für Jagdhörner. Oder fürs Jagdhorn an sich. 2 für Lanze, 2 für Gewehrlanze, 2 für die Morphax, 2 für die Energieklinge. 2 für die Insektenklebe, die wir benutzen. 2 für leichtes Bogengewehr, 2 für Schwer und 2 für den Bogen selbst. Okay. Dann können wir mal gucken, was das jetzt war, was wir bekommen haben. Genau, wir können jetzt hier den erweckten Kinsekt-Angriff machen. Bei dieser Technik startest du einen Kinsekt, um großen Schaden zuzufügen. Alle Extrakte werden verbraucht. Je mehr du hast, desto stärker wird der Angriff. Nach dem Start des Kinsekts näherst du dich per Seilkäfer dem Gegner und absorbierst Extrakt, während du gleichzeitig das Ziel markierst und in einen katapultierenden Tanz übergehst. Und dann haben wir hier statt das Seidenbinder-Katapult, die das Kinsekt gleiten. Eine Technik, die dein Kinsekt aussendet um einen Seil und einen Seilkäfer nutzt, um schnell zu ihm zu springen. Das Kinsekt fliegt normalerweise auf eine Markierung zu, aber wenn keine vorhanden ist, fliegt es vorwärts und folgt dem Fadenkreuz. Kommt dein Kinsekt in Kontakt mit einem Monster, absorbiert es Extrakt. Genau, und das können wir dann quasi hiermit verbinden, wenn wir das denn wollen. So, Waffensteuerung. Ja, beim Bogengewehr kam jetzt was Neues hinzu. Beim Bogen auch. Und wir gehen jetzt nochmal schnell zurück zum Marktplatz. Lesen das nochmal schnell vor, was Chichir zu sagen hat und dann werden wir die Folge auch beenden und beim nächsten Mal hier weitermachen, ne? So, hallo. Ich mache mir große Sorgen um Fearrain, aber das hält mich nicht davon ab, meine Arbeit mit einem Lächeln zu erledigen. Ich bin schließlich nicht für Quests zuständig. Ich bin die Prinzessin. Ich kann mein Volk nicht mürrisch führen. Weißt du, wo ich Tadori finden kann? Ich verstehe. Ja, okay. Verstanden. Ich werde die Quest sofort registrieren. Bitte, Martox, wir müssen Fearrain helfen. Das Königreich vertraut auf dich. Du musst deine Pflicht erfüllen. Okay. So. Na, natürlich. Das ist das, was ich meinte, ne? Vorhin am Anfang der Folge. Ein Monster, was so ähnlich heißt wie Rathalos. Das ist es dann auch auf der Suche nach dem Doktor. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Monster Hunter Rise Sunbreak für dieses Mal. In der nächsten Folge machen wir dann die dringende Quest auf der Suche nach dem Doktor, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.